Mein Name ist Roland Sommer, ich bin in der Allianz Technology als Bereichsleiter für die Entwicklung des Allianz Business Systems zuständig. Mein Arbeitsalltag ist sehr vielfältig. Wir haben viele Meetings, sowohl intern, was jetzt Projekte betrifft, Projektweiterentwicklung, Projektabstimmung, aber vor allem auch internationale Meetings mit unseren Kunden, wo wir einfach die Weiterentwicklung des Produktes abstimmen. Da ist sehr viel zu tun, sehr viel Kommunikation. Wir erwarten uns von den Kolleginnen und Kollegen in der Entwicklung eine solide technische Grundlagenausbildung, sei es auf der HTL oder TU oder auf einer Fachhochschule. Und dann vor allem ein sehr gutes kommunikatives Auftreten, hohe soziale Kompetenz, das heißt, sie müssen Teamplayer sein. Ständige Lernbereitschaft ist auch ganz ein wichtiges Handwerkszeug, das man mitbringen sollte. Wir ermöglichen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Teilnahme an internationalen Konferenzen, um sich über neue Trends am Markt zu informieren. Neben dem internationalen Umfeld beschäftigen wir uns mit sehr innovativen Projekten. Wir sind einfach gefordert, die Software State of the Art zu halten, Frontrunner im Konzern zu sein. Da kann es durchaus auch einmal passieren, dass solche Projekte, wo wir einfach neue Pfade betreten, schiefgehen, dass man in einer Sackgasse endet. Aber das ist genau das Gute bei uns, dass wir einfach uns mit neuen Dingen beschäftigen, wo wir noch nicht genau wissen, ob das der richtige Weg ist, aber wo wir neue Sachen ausprobieren. Was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist in der heutigen Zeit, wir sorgen dafür, dass vor allem die jüngeren Kollegen ihre Work-Life-Balance bei uns gut ausleben können. Es ist nicht mehr so wie früher, dass Entwickler sich die Nächte mit Pizza und Cola um die Ohren schlägt, sondern gerade die Generation Y, glaube ich, die ist da sehr bedacht auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeitsraum und Freizeit. Wir suchen ständig nach Talenten im IT-Markt, die mit uns gemeinsam den Weg beschreiten, die Versicherung für morgen zu entwickeln. Thank you.